Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie ihr Counter-Strike auf eurem Smartphone, Android-Smartphone, installieren könnt. Es geht jetzt um die 1.6er-Version hier, einer der coolsten Netzwerkspiele und Ego-Shooter überhaupt, wie ich finde. Genau, da gibt es zwei Möglichkeiten und zwar einmal, ich möchte euch mal beide zeigen hier. Schnell, und zwar einmal haben wir die Möglichkeit hier, wir müssen uns die APK-Dateien hier ja einfach herunterladen aus dem Internet hier. Zum Beispiel ja am besten hier unter GitHub. Einmal brauchen wir dieses XH3D. Da gibt es hier aber auch schon eine neuere Version, und zwar die 018er, glaube ich. Und dann hier den CS16 Client. Ja, das brauchen wir, das müssen wir uns hier herunterladen, lokal speichern, hier in einen Ordner. Hier, Achtung, der Ordnername ist hier wichtig, ja, XH, das muss so heißen, der Ordner hier, wo wir diese beiden APK-Dateien zuerst einmal speichern. Und dann brauchen wir natürlich noch, also das Spiel, das muss auch auf dem Rechner installiert sein, das brauchen wir. Denn wir brauchen die zwei Ordner hier, Valve und Counter-Strike hier. Das findet hier zum Beispiel hier bei mir unter Programme X86 Valve und die beiden Ordner hier, Counter-Strike, also CS-Strike und Valve. Die kopieren wir einfach hier in den XH-Ordner hier auch mit rein. Ich habe das jetzt schon gemacht, um Zeit zu sparen. Die beiden Ordner hier, das kann bei euch natürlich, die können woanders liegen, vielleicht unter Steam oder Counter-Strike, wie auch immer. Das kann hier variieren, ja, wie gesagt. Nachdem wir das hier alles gemacht haben, hier die hineinkopiert, dann müssen wir unser Smartphone hier anschließen und diesen Ordner hier komplett hier auf dem Smartphone rüber kopieren. Hier, ja. Und zwar in das Root-Verzeichnis hier, ja, wo Android und Downloads und alles liegt. Ja. Sieht so aus, wenn das durch ist. Haben wir die beiden Ordner hier. Dann haben wir den Client hier einmal. Und die XH3D-Datei hier. Das müssen wir dann installieren hier. Und dann den CS-Client. Allerdings, wenn wir jetzt über diesen Weg das installieren möchten, dann brauchen wir die unter Einstellungen Sicherheit irgendwo muss die Installation aus unbekannten Quellen auch erlaubt sein, halt, ja, damit das hier so funktioniert. Und dann war es das eigentlich auch schon alles. Dann können wir direkt das Spiel dann starten. Ich möchte euch aber ganz schnell zeigen, den anderen, etwas einfacheren Weg eigentlich, den ich ja später herausgefunden habe. Nachdem ich das so gemacht habe, habe ich gesehen, dass es ganz einfach über hier Play Store. Und zwar, wenn wir jetzt hier nach XH3D suchen, haben wir auch hier die beiden Apps hier, ja. Einmal dies hier, XH3D installieren und dann den CS16 Client. Ja, und dann, nachdem wir das gemacht haben, dann können wir, ich schließe das mal hier alles. Dann habe ich hier auch schon ein Icon hier. Und hier, wenn wir launchen, dann können wir direkt loslegen. Sieht so aus, ja, das richtige Counter-Strike hier. Das auf dem Handy läuft wirklich ganz gut, flüssig, macht Spaß. Das Handy wird auch nicht zu heiß nach einer Weile spielen. Ja, ich nehme jetzt mal einfach, ich weiß nicht, hier eine Map hier, Assault. Ich starte mal ganz kurz. Join Game. Einfach mal zum Vorzeigen hier. Das wird jetzt aber leider auf dem PC ein bisschen, das sieht nicht so flüssig aus, ja. Aber ich bin jetzt Spectator.
Vielleicht gehe ich hier nochmal raus. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, jetzt ist die Runde zu Ende. Sieht jetzt hier auf dem Handy, auf dem Smartphone nicht so flüssig aus. Ich habe jetzt nur eine Hand und das ist die Steuerung auch etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, aber. Okay, ich gehe jetzt einfach mal raus hier. Das ist ja. Das war es eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ja, Anregungen sind willkommen. Ein Kommentar oder ein Abo, darüber freue ich mich natürlich auch. Und wünsche euch ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.